Ich habe jetzt auch noch die Regieanweisung bekommen, erstmal dieses Schildchen wieder schön zu ordnen. Passt das so? Ja. Bekomme eine 1. Gut, vielen Dank. Das andere ist weg. Das finde ich hier nicht. Liebe Genossinnen und Genossen, mein Name ist Konstantin Krefe. Ich bin 23 Jahre alt, komme aus dem Kreisverband Potsdam-Mittelmark, habe trotz meiner jungen Jahre schon eine etwas längere politische Biografie, die ihr ganz ausführlich im Arbeitsheft 2 nachlesen könnt. Und ich kandidiere hier heute als Kandidat des Jugendverbandes für den Landesvorstand. Liebe Genossinnen und Genossen, Thomas Nord, Norbert Müller, Christian Görke und andere haben es gestern vielfach angesprochen. Die aktuelle gesellschaftliche Situation ist nicht nur eine riesige Herausforderung für unsere Partei, sie ist auch eine riesige Chance. Und ich glaube, dass wir diese Chance nutzen müssen und nutzen können. Viele Genossinnen und Genossen arbeiten täglich daran, dass diese Chance tatsächlich genutzt wird. Und auch der Jugendverband hat im letzten Jahr, ihr wisst, dass eines der Arbeitsschwerpunkte des Jugendverbandes immer das Thema Antifaschismus war, hat im letzten Jahr und auch schon in diesem Jahr vieles dafür getan, um junge Leute zu gewinnen. Wir waren im letzten Jahr bei 50 Demonstrationen. Wir waren in diesem Jahr schon bei über 15 Demonstrationen. So genau weiß ich das schon gar nicht mehr, weil ich das gar nicht mehr so genau zähle. Und haben dort mit dem Infomobil der Partei und mit Aktiven vor Ort gegen die braune Brut protestiert. Und ich sage euch, ja, es ist erschreckend, dass wir so viele Nazi-Kundgebungen überall haben, dass wir dort die AfD haben, da Pegida, dort die NPD, wie auch immer. Aber gleichzeitig haben mir diese Versammlungen immer auch Mut gemacht, weil ich noch nie so viele aktive, begeisterte junge Menschen auf der Straße gesehen habe, die für eine humane, tolerante Welt eingestanden sind. Und ich glaube, liebe Genossinnen und Genossen, das müssen wir nutzen. Und der Jugendverband hat da jetzt schon einige Initiativen ergriffen, die möchte ich auch gerne in die Partei tragen. Wir haben jetzt vor kurzem eine Verschickungsaktion gemacht, da haben wir auf Facebook dafür geworben, bestelle bei uns dein Antifa-Starter-Kit, wir haben Material zusammengestellt, wir haben es am Dienstag online gestellt und Stand heute sind es 100 Bestellungen. Liebe Genossinnen und Genossen, es gibt noch viele weitere Initiativen, die wir ergriffen haben. Wir haben in Potsdam vor 3 Wochen ein Training für das Verhalten auf Demonstrationen durchgeführt, weil wir gemerkt haben auf den ganzen Pegida-Demos, dass dort viele Jugendliche sind, die eben nicht wissen, wie man sich auf Demonstrationen verhalten soll. Und wir haben es mit einer Bewerbungszeit von 1 Woche geschafft. 50 junge Leute, die noch nie auf einer Parteiveranstaltung, die noch nie auf einer Veranstaltung des Jugendverbandes waren, dort zu dieser Veranstaltung zu bringen. Und wir haben mit den Leuten geredet und die Leute, mit denen wir geredet haben, die haben uns auch alle erklärt, sie haben Lust Politik zu machen und sie haben auch Lust, organisiert Politik zu machen. Und wir sind ihr ordinärer Ansprechpartner. Liebe Genossinnen und Genossen, lasst mich noch ein Wort zum Schluss sagen. Der Jugendverband war nie bequem und der Jugendverband wird auch nie bequem sein. Und ich glaube, dass der Jugendverband auch nie bequem sein sollte. Ich glaube, dann wäre er ein schlechter Jugendverband. Aber der Jugendverband war in seiner Kritik immer ehrlich, immer offen. Und ich glaube, es würde uns gut tun, wenn wir in der Debattenkultur vielleicht öfter mal unbequeme Positionen vertreten würden, öfter mal unsere Komfortzone verlassen würden, aber das Ganze dann offen, ehrlich und solidarisch. Vielen Dank. Applaus